dieses Mal wollen wir von euch wissen, wie verbringt ihr Weihnachten und was bedeutet euch dieses Fest überhaupt? Los geht's! Eigentlich bedeutet es nicht so viel für mich. Ich fahre zu meinen Eltern nach Deutschland und feiere halt aus Sympathie mit meinen Eltern, aber selbst bräuchte ich es jetzt nicht unbedingt. Was bedeutet mir Weihnachten? Ja, es ist ein schönes Fest, aber ich finde es übertrieben mit den Geschenken und was die Leute aufführen eigentlich. Also ja, dass eigentlich der wahre Sinn verloren geht. Und ich finde es einfach schön, wenn man halt zusammen ist mit der Familie und immer dieser Kaufrausch, das finde ich ein bisschen übertrieben und unnötig und geht ein bisschen am Ziel vorbei. Weihnachten zu Hause bei meiner Familie in NRW. Und ja, das bedeutet mir auch das Fest Familie und ja, gemeinsam am Weihnachtsabend zusammenzusitzen und zu essen und sowas halt. Das Fest bedeutet eigentlich nur, dass ich mit meiner Familie zusammen bin. Also wir feiern immer mit Oma, Opa, allen möglichen. Alle kommen und da feiern wir gemeinsam. Also ich feiere Weihnachten auch mit meiner Familie. Und ja, mir bedeutet das Fest an sich jetzt nicht so viel, weil ich nicht römisch-katholisch bin und so weiter. Also es, ja, ganz nett, so Jahr für Jahr, aber halt eben mehr eine Tradition. Weihnachten verbringe ich mit meiner Familie. Zu Hause, ich wohne normalerweise in der Steiermark und in den Ferien fahre ich immer heim und ja, sehr familiär, sehr gemütlich. Es ist eins der wenigen Feste, wo wir wirklich alle zu Hause beisammen sind und wo wirklich alle da sind und das bedeutet mir sehr viel. Weihnachten, das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Muss ich da jetzt wirklich was dazu sagen? Kannst du nur sagen, ja, sag mal. Also ich weiß jetzt schon, dass Weihnachten wird immer ein kapitaler Rausch. Das ist immer. Wieso? Nicht allzu viel. Also ich feiere mit meiner Familie, aber das war's auch. Also es ist einfach nur ein Tag im Jahr, wo wir zusammenkommen. Aber sonst gebe ich nicht allzu viel drauf. Also Zeit zum Essen. Ein Familienfest und Geschenke, Essen. Ja, das war's eigentlich. Weihnachten ist für mich sowieso der allerschönste Tag im Jahr. Ist für mich ein absolutes Familienfest, verbringe ich deswegen auch dort. Und ja, dieser Schwachsinn von wegen Geschenke hin und her, das ist absolut nicht wichtig. Für mich ist einfach Weihnachten das Fest der Familie, wo die Familie zusammenkommt und man diesen Abend zusammen verbringt. Naja, das Fest bedeutet, dass wir erinnern uns an die Geburt Christi. Und ich verbringe Weihnachten hier in Österreich, in den Bergen. Weihnachten bedeutet für mich ein Zusammenkommen der Familie. Und ja, so verbringe ich auch meinen Weihnachten mit der Familie und mit den Leuten, die ich liebe. Und das ist das Wichtigste daran. Grundsätzlich mit einem Familienessen und ansonsten, was bedeutet Weihnachten? Naja, ein bisschen Feststimmung und ein bisschen Shopping-Wahn von manchen Leuten. Zum Teil kommt es einem fast vor, als ob es mehr ein Konsumfest, als es überhaupt ein Weihnachtsfest wäre, aber ich glaube, mit irgendwie christlichen Feiern hat eh niemand mehr was am Hut und das wäre irgendwie auch. Familienfest, ich verbringe es mit meiner Familie, Geschenke, Essen, ja. Ich verbringe Weihnachten mit meiner Familie zu Hause und gehe Skifahren. Weihnachten verbringe ich bei der Familie, bei mir in der Steiermark und ja, es ist halt schön am Abend einmal zusammensitzen, Ruhe und ein bisschen auch Besinnlichkeit und ja. Also ich verbringe Weihnachten nicht anders als wie an anderen Tagen, da meine Familie nicht wirklich religiös ist und mir Weihnachten auch nicht viel bedeutet. Ich verbringe Weihnachten, indem ich mit meiner kleinen Schwester Kekse backe und jetzt auch wieder in die Kirche gehen muss, weil sie eben erst 3 Jahre alt ist und Eislaufen gehe und auf den Christkindlmarkt gehe und ganz viel Punsch trinke. Also ich verbringe Weihnachten einmal mit meinem Papa und halt mit meiner Oma und so und einmal dann mit meiner Mama und ihrem Mann und ja, dann auch Weihnachtsmarkt und Eislaufen und so. Ist auf jeden Fall ein Familienfest, ja, wo man sich ganz, glaube ich, bewusst wieder einfach auf Familie zurückbesinnt und ja, Familie mit. Tag mit der Familie verbringt. Und ja, eben Kekse machen, Tee trinken, singen gemeinsam und so. Baum schmücken, ja, solche Sachen. Für mich bedeutet Weihnachten wieder Zeit mit der Familie zu verbringen und sich auch gegenseitig zu zeigen, wie viel man sich bedeutet und auch Zeit zu schenken und nicht nur Geschenke. Und Weihnachten zu Hause, bei meiner Familie. Ja, und das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass ich da mit meiner Familie schöne Tage verbringen kann.
und ein bisschen Heimat spüre. Also erstmal ist es ganz viel Arbeit für mich, weil ich Verkäuferin bin und wir ganz viel so Weihnachtsgeschenke und sowas verkaufen. Aber dann ist es das Weihnachtsfest selber einfach ganz viel Ruhe und wieder ein bisschen runterkommen und dann auch als Vorbereitung für die Prüfungszeit dann im Jänner. Also Heiligabend selber den Tag verbringe ich mit Baumschmücken und nachmittags geht man dann auf den Friedhof und abends ist dann Party mit den Freunden, die man endlich mal wieder sieht. Ich verbringe es mit meiner Familie und wir essen zusammen, singen, dann gibt es die Bescherung und dann gehen wir in die Mette in der Schottenkirche. Es bedeutet für mich, mit meiner Familie zusammen zu sein. Das ist für mich nicht nur die Geschenke oder so wichtig, sondern auch die Stimmung. Wenn es schneit, freue ich mich sehr. Oder die Weihnachtsbeleuchtung und so. Und dann, wenn ein bisschen was los ist, lang auf den Straßen. So Fußgängerzone auf der Marienhofstraße und sowas. Das ist dann, ja, für mich wichtig. Ausnahmsweise verbringe ich heuer Weihnachten in Vietnam. Machen dort einen schönen Urlaub, weil das die einzige Zeit ist im Jahr, wo ich verreisen kann. Und was bedeutet Weihnachten für dich? Weihnachten ist prinzipiell ein absolutes Fest der Familie für mich. Dieses Jahr verbringe ich es nur mit einem Teil meiner Familie. Aber sonst, also es ist mir schon sehr wichtig. Ja. Also ich bin überhaupt kein Fan von Weihnachten, gar nicht. Also ich verbringe das zwar zu Hause mit meiner Familie, aber das ist auch das Einzige. Ich finde das auch die ganze, die Beleuchtung ist schön und der Rest ist kacke. Es tut mir voll leid, ich hasse Weihnachten. Verbringen tue ich es bei meiner Familie. Und bedeutend ist es genau das, ein Familienfest, wo alle zusammenkommen und gemeinsam ein Fest feiern. Ja, verschiedenes mit Familien und Freunden, Zeit verbringen, ausspannen von der Uni. Prinzipiell sind wir die drei Feiertage, sprich 24., 25., 26. immer daheim. Da die ganze Verwandtschaft im Ausland sind, erübrigt sich der Verwandtenbesuch. Und da wird immer recht festlich gegessen und eigentlich sitzen wir nur zu Hause und reden über Sachen oder machen schöne Familiensachen. Ziemlich kitschig.